Dienstag, den 26. Februar 2019, ist ein wunderschöner Tag. Das macht Lust auf gutes Essen. So ging es los mit Schnibbelarbeit. Zuerst wurden Kartoffeln geschält und in Spalten geschnitten. Danach kalt abgespült und trocken getupft. Frittierfett vom Erdnussöl wurde auf 165 Grad erhitzt und die Kartoffelspalten dann zum ersten Mal frittiert und in einem Sieb abtropfen lassen, um später dann das zweite Mal fertig zu frittieren. Auch Gemüse wie Bohnen, Champignons, Karotten, Zwiebeln und Rosenkohl wurden geputzt und klein geschnitten. Steinpilze wurden eingeweicht, später unter das Gemüse gemischt. Auch ein paar Kartoffelspalten wurden außer den Pilzen im Dämpftopf schon gedämpft und bis fest gegart. Jetzt wurde der Wok aufgesetzt, etwas Rapsöl hinein und dann knallheiß erhitzt. Dann kam das Gemüse und die Pilze hinein, kurz angebraten und dann mit Sahne abgelöscht und noch eine gute Flocke Butter zugegeben. Kurz aufkochen lassen, bis die Soße etwas sämig wurde und dann noch mit Salz, Pfeffer und frischer Muskatnuss gut gewürzt. Die Kammscheiben habe ich gestern Abend mit Senf eingestrichen, mit Paprika edelsüß, Salz und Pfeffer gewürzt und in Sonnenblumenöl eingelegt zum Marinieren. Heute wurden die Kammscheiben früh aus dem Kühlschrank geholt, damit sie Zimmertemperatur annehmen. Dann in Mehl, Sahne, Ei und Paniermehl gewälzt und in Butterschmalz knusprig und goldbraun ausgebraten. Zum Schluss wurden dann die Kartoffelspalten zum zweiten Mal knusprig und goldgelb ausfrittiert und mit Chilisalz und Paprika edelsüß gewürzt. Am Ende habe ich dann eine Gemüsepilzpfanne in einer Sahnesoße frittierte Potatoes und goldbraune Kammscheiben serviert.